Schimanski kommt nach Hause und wird von seinen Kindern Melanie und Paul empfangen. Ich war's nicht. Paul öffnete die Haustür in dem Moment, als ich aufschließen wollte. Ich wunderte mich, weil er um diese späte Zeit doch auf war. Ich war's nicht, wiederholte er und sah dabei ziemlich blass aus. Willkommen daheim, dachte ich und seufzte. Jemand verletzt? Verletzt? Wieso das denn, Papa? Ich habe doch bloß, nichts gemacht. Papa! Schrie es nun aus dem Wohnzimmer. Melanie war ebenfalls noch wach und hatte meine Ankunft mitbekommen. Mit wutverzerrtem Gesicht kam sie angerannt. Ohne Begrüßung schrie sie los. Können wir meinen dummen Bruder bitte jetzt endlich ins Heim stecken? Oder besser gleich irgendwo in die Pampa? Ihr zu erklären, dass wir in der Kurpfalz über keine Pampa verfügten, dürfte mir mit meinem Informationsdefizit nicht weiterhelfen. Wo ist Mama? Ich stellte eine Gegenfrage. Vielleicht hatte Stefanie die Lage längst im Griff. Die will mir nicht helfen. Jedenfalls ist sie mega sauer auf Paul. Ihr Bruder streckte ihr die Zunge heraus. Ich hab's ja nicht mit Absicht gemacht. Das war halt ein blöder Berechnungsfehler. Ich habe nicht gefragt, warum sie dir nicht helfen will, sondern wo sie ist. Stellte ich klar, um etwas Ruhe in das Chaos zu bringen. Drüben. Nuschelte sie und zeigte in Richtung Kinderzimmer. Ist mit Lisa und Lars alles in Ordnung? Mein Herz schlug schneller. Hoffentlich waren die einjährigen Zwillinge gesund. Die sind noch viel zu jung. Die wissen doch gar nicht, was passiert ist. Oma ist auch da. Ich zog mir die Schuhe aus und setzte mich auf die Couch. Du kannst dich doch jetzt nicht ausruhen, Papa. Du musst das sofort in Ordnung bringen, sonst werde ich wahnsinnig. Schon seit viel zu vielen Stunden haben wir das Problem. Das ist doch kein Leben. Ich lächelte und legte meine Füße auf den Tisch. Es gab keine Verletzten. Das Haus stand, den Rest würde die Haftpflichtversicherung übernehmen. Die beste Investition meines Lebens. Komm, setz dich zu mir, Paul. Erzähl einfach alles der Reihe nach. Zunächst traute er dem Frieden nicht. Doch nachdem ihn seine Schwester mit giftigen Pfeilblicken durchsiebt hatte, setzte er sich zu mir. Ich war drüben bei Herr Ackermann. Begann er mit der Beichte. Oh je, dachte ich, schöpfte aber zugleich Hoffnung. Wenn unser Nachbar der Anstifter zu dieser mir noch unbekannten Sache war, konnte ich meinen Sohn aus dem Schussfeld bringen. Erwachsene haften für Kinder, auch wenn es nicht die eigenen waren. Juristisch war dies zwar haltbar, in diesem speziellen Fall war es allgemeingültig. Unsere Nachbarn, die Ackermanns, waren sehr speziell. Der weibliche Part war bei mir insbesondere aufgrund seines permanenten Sprechdurchfalls gefürchtet. Dagegen war ihr Mann eine hoffnungslose Tranfunze. Nachts lag er im Bett, tagsüber auf der Couch. Nur selten kam er in die Vertikale für unaufschiebbare Toilettengänge oder zum Ausbrüten krimineller Ideen, die er als sogenannte Streiche gemeinsam mit Paul durchführte. Bisher war es mir immer gelungen, ihn als alleinigen Initiator zu outen, sodass mein Sohn jugendamtlich als unbescholten galt. Stimmt es, dass wir in Speyer Öl gefunden haben? Wie kommst du darauf? Ja, stimmt. Seit 10 Jahren wird in Speyer mehreren Stellen Öl gefordert. Zwischen Speyer und Oderstadt liegt eines der Ölfelder. Warum willst du das wissen, Paul? Dann hat Herr Ackermann doch recht gehabt, sagte er triumphierend und sah zu Melanie. Siehste. Seine Schwester war der Verzweiflung nahe. Aber die beiden haben nach Öl gebohrt, bei uns im Vorgarten. Zugegeben, diese Feststellung überraschte mich ein wenig, zumal ich draußen keinen Ölförderturm oder Ähnliches gesehen hatte. Mit was hat er denn gebohrt? Mit so komischen gewendelten Stangen. Das war voll anstrengend, Papa. Herr Ackermann sagte, dass er damit hinten seiner Garage einen Trinkwasserbrunnen gebohrt hat. Das darf aber keiner wissen, weil man das nicht darf. So langsam näherte ich mich dem Konflikt. Nach wie vor verstand ich nicht, warum Melanie so hysterisch reagierte. Wenn es wirklich schlimm war, hätte sich längst Stefanie eingemischt. Und? Seid ihr auf Öl gestoßen? Bis jetzt nicht, Papa. Schmutziges Wasser haben wir gefunden, sonst nichts. Morgen will ich mit Herrn Ackermann weiterbohren. Wir werden steinreich, wenn wir das Öl finden. Dann kaufe ich Melanie eine Villa in Amerika. Ich runzelte die Stirn. Du willst deiner Schwester in Amerika eine Villa kaufen? Warum?
damit ich sie los bin. Antwortete er trocken und vermutlich auch ehrlich. Oh, du spinnst doch. Ihr hört mit dem Quatsch sofort auf. Es werden keine neuen Löcher gebohrt, verstanden? Mit Fragezeichen im Gesicht schaute ich abwechselnd von einem zum anderen. Kläre mich bitte jetzt mal auf. Was soll das Theater? So ein kleines Loch kann man doch leicht wieder verschließen. Es wird ein richtig großes Loch, wenn die Bauarbeiter kommen. Die haben erst in 3 Tagen Zeit, Papa. Du musst den Beine hoch. Es geht ums nackte Überleben. Überleben? Ja doch, die beiden Deppen haben das Telekom-Kabel durchtrennt. Ein Super-GAU. Wir haben zurzeit kein Festnetztelefon. Ist das dein Problem? Oh Mann, ey. Melanie stampfte mit dem Fuß auf. Warum muss man alten Leuten immer alles so genau erklären? Wir haben kein funktionierendes Telefon und damit auch kein WLAN. Unser Router ist tot, mausetot. Verstehst du jetzt, was ich meine? Wir haben seit 3 Stunden im Haus kein Internet mehr. Und auf dem Handy auch nicht, weil meine Guthabenkarte leer ist und ich viel zu wenig Taschengeld bekomme. Ich benötigte einen Moment, um die Tragweite geistig zu erfassen. Die ganze Zeit hatte ich mit dem Schlimmsten gerechnet und jetzt stellte sich alles als trivial heraus. Ein Problem konnte man das eigentlich gar nicht nennen. Jetzt beruhige dich mal, Melanie. Schau mal, ich bin ohne dieses Internetgedöns aufgewachsen und lebe dennoch. Kann es sein, dass du süchtig bist? Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Dad? Melanie war auf 180. Willst du, dass deine Lieblingstochter zum gesellschaftlichen Außenseiter in ihrer Clique wird? Von allen gemobbt, weil ich nicht mitreden kann? Wer weiß, was gerade in meiner WhatsApp-Freundegruppe abgeht? Ich bin völlig von meiner Umwelt abgeschnitten. Vielleicht hat man mich schon längst entfreundet. Unter solchen Umständen kann ich morgen unmöglich zur Schule gehen. Aus dem Kinderzimmer kamen Stefanie und ihre Mutter. Beide trugen jeweils einen der Zwillinge. Hat sich Melanie immer noch nicht beruhigt? Der Weltuntergang steht unmittelbar bevor. Meine Schwiegermutter nickte ich kurz an. Dies musste als Begrüßung genügen. Ihr seid gemein, schrie Melanie und rannte aus dem Wohnzimmer. Das melde ich dem Jugendamt.